Was macht eigentlich genau ein Booker? Woran verdient er und braucht man überhaupt einen? Das erfährst du jetzt. Das Live-Geschäft wird für Künstler von Jahr zu Jahr wichtiger. Früher hat man eine Tour gespielt, um eine neue CD zu promoten. Heute ist es genau andersrum eigentlich. Man bringt eine neue CD raus, um wieder auf Tour gehen zu können. Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber spiegelt die aktuelle Situation ganz gut wider. Live-Auftritte stellen mit die größte Einnahmequelle für Künstler dar. Nicht nur wegen den Auftrittsgagen, sondern auch wegen dem Merchandising. Deswegen werden natürlich auch Booker immer wichtiger. Sie versuchen für dich an neue Konzerte ranzukommen und vor allem auch an größere. Sie übernehmen das ganze Logistische in Sachen Konzerten und sind der Mittelsmann zwischen Musiker und Veranstalter sozusagen und organisieren sogar ganze Tourneen für dich. Außerdem haben gute Booker auch ein großes Netzwerk an Konzertveranstaltern hinter sich, um für dich an die besten Auftrittsmöglichkeiten zu kommen. Es gibt natürlich sowohl große Booking-Agenturen, die eine Menge Künstler hinter sich haben und die vertreten, als auch kleine Agenturen und Einzelpersonen, die nur eine Handvoll Künstler vertreten. Was davon für dich besser ist, ist immer von der Agentur und vom Angebot abhängig. Die großen Agenturen haben natürlich ein riesen Netzwerk hinter sich, weil sie schon sehr viele Jahre im Business sind, kennen sehr viele Veranstalter und können dich dementsprechend auch bei großen Konzerten und Festivals platzieren. Aber sie betreuen natürlich neben dir auch noch ganz viele andere Künstler. Viele von denen sind natürlich auch schon deutlich weiter in ihrer Karriere als du, bringen dementsprechend größere Auftrittsgagen und auch eine größere Beteiligung für die Booking-Agentur. Deswegen stellt sich dann die Frage, ob so eine Booking-Agentur lieber die großen Künstler vermittelt, um auch selber mehr Geld zu verdienen oder ein bisschen mehr investieren und dich voranbringen. Die kleinen Agenturen und Einzelpersonen haben nur eine Handvoll Künstler, die sie betreuen. Dementsprechend ist die Chance, dass du für neue Konzerte vorgeschlagen wirst, natürlich auch größer. Allerdings sind diese kleinen Agenturen oder Einzelpersonen natürlich auch noch nicht so lange im Business und haben dementsprechend noch nicht so ein großes Netzwerk. Es kann also schwieriger für sie sein, dir große und gute Konzerte zu vermitteln. Aber woran verdient ein Booker überhaupt? Normalerweise verdient ein Booker nur an deinen Auftrittsgagen, allerdings netto. Das heißt, egal was dir noch für Kosten zusätzlich anfallen, der Booker bekommt von der kompletten Gage seine Beteiligung. Diese liegt meist so zwischen 15% und 25%. Da er prozentual an deiner Gage verdient, versucht er natürlich auch die höchstmögliche Gage herauszuhandeln. Aber nochmal, er verdient an den Nettogagen, das heißt wirklich, deine Kosten musst du alle selber tragen, egal was du an Anreisekosten, Hotelkosten etc. hast, was nicht vom Konzertveranstalter übernommen wird, musst alles du von deinem Anteil bezahlen. Und je nach Vertrag ist es auch unabhängig davon, ob der Booker überhaupt den Gig für dich an Land gezogen hat. Es kann auch sein, dass du das Konzert an Land gezogen hast und der Booker trotzdem seine Beteiligung verlangt. Außerdem wollen manche Booker mittlerweile auch noch eine Beteiligung an den Merchandise verkäufen, was natürlich auch nochmal einen großen Batzen Geld ausmachen kann. Gute Booker sind heutzutage immer schwieriger zu finden. Das Live-Geschäft wird immer wichtiger, viele Bands suchen Booker, aber es gibt nur eine begrenzte Anzahl. Ob sich ein Booker für dich lohnt, hängt immer von den Konditionen ab und vor allem, was der Booker für ein Netzwerk hinter sich hat. An einen guten Booker zu kommen, ist für Newcomer am Anfang sehr schwierig, allerdings sollte es definitiv ein Ziel von dir sein. Beweise dich auf Konzerten, arbeite dich auf eigene Faust hoch und bring dich in die Position, dass ein renommierter Booker mit dir zusammenarbeiten will. Kläre also immer zuerst ab, was dir ein Booker wirklich bieten kann und unter welchen Konditionen und gib auf jeden Fall nicht zu viele Anteile ab, weil du sonst im schlimmsten Fall deine Kosten gar nicht mehr selber decken kannst. Wenn du aber einen guten Booker hinter dir hast, der deine Live-Karriere in Fahrt bringt, hast du schon mal einen entscheidenden und großen Schritt zum Durchbruch geschafft. Ich hoffe, du hast jetzt einen Einblick in die Welt der Booker bekommen, weißt, dass sie für dich wirklich entscheidend sein können und weißt auch, worauf du dich einstellen musst. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und abonniere den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, ciao!